Moin, YouTuber, ist der Burstfilmer und Sonntag. Fürst der Finsternis. Jeeha. Bei Dungeon Defenders, Part 25? Ja, würde ich sagen. Ja, ne? Eben war 24, ich glaube, darauf folgt 25, oder? Yeah, nach Adam Riese müsstest du jetzt sagen. Ah, das ist ungefähr genauso wie, nenn mir eine gerade Zahl zwischen 1 und 3. Das wird schwer. Ja. 2,2. ja, so, jetzt hast du mich abgelenkt, jetzt bin ich raus. Ja, wir machen jetzt das Sonntag, Huhn, was machen wir heute? Ja. Und was müssen wir genau beim Huhn machen? Kannst du es vielleicht nochmal erläutern? Ja, natürlich. Erstmal würde ich sagen, starten wir einfach durch. Alles klar. Huhn. Ladebildschirm. Huhn heißt, in schnellen Worten erklärt, wir machen das Level hier. Was allerdings ohne Endboss gemacht wird. Mit der Besonderheit, dass wir, ihr seht das da in der Mitte oben schon, verbleibende Leben, eine bestimmte Lebensanzahl haben. Und immer einer von uns beiden sich in einen Huhn verwandelt und dann nichts machen kann, außer rumlaufen. Und so wenig Leben hat, dass ich glaube, man hält nur einen Treffer höchstens aus oder so, ne? Dann ist man... Oder gar kein Treffer und ist man sofort tot. Puh, du bist ja gut informiert. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, das Huhn hat auch mehrere Leben, oder war das nicht so? Ja, wir haben 18 Leben insgesamt. Sterben wir 18 Mal, dann sind wir stimmt, tot. Ja, steht ja da. Okay, du kannst bauen. Ja. Hatte ich gerade. Ich würde sagen, ich helfe dir mal eben beim Einsammeln. Das wäre nett. Inwieweit hier noch Kisten sind, die du noch nicht eingesammelt hast. Ich bin auch schon pleite. Oh, Dauerzustand. Hinten, auf dem Thron sollen noch welche sein, sehe ich gerade auf der Karte. Ja, habe ich auch gesehen. Da wollte ich auch gerade hin, aber bin in die falsche Richtung gelaufen. Und ich stehe hinter dir und schmeiß dir mal eben ein bisschen was zu. Bitteschön. Das ist so nett von dir. Und jetzt folgen wir Zontak und schauen ihm beim Bauen zu. Ja, ich weiß auch nicht so genau, ich dachte jetzt einfach hier so Drehklingblockaden, oder? Willkommen in Zontags Hobbythek. Zontag zeigt uns heute, wie man Barrikaden baut. Auf jeden Fall. Aus Diamanten. So, ich bin pleite. Muss mal wieder Pfandflaschen abgeben. Ja, ich bist Huhn. Ich hab erst. Oh, ich bin das Huhn. Ah, seht ihr, das Zeichen drüber. Jetzt verwandelt er sich gleich. Echt, verwandle ich mich? Ich glaube, sobald es losgeht, müsstest du... Es geht ja schon los. Echt? Aber du bist irgendwie kein Huhn. Kannst du überhaupt irgendwas machen? Ja, ich kann schlagen. Dann bist du aber kein Huhn. Wieder jetzt. Doch, nee. Immer noch das Huhnzeichen. Aber du kannst trotzdem kämpfen? Ja. Sehr strange. Aber ich verstecke mich trotzdem lieber. Oder hältst du einfach nur einen Treffer aus? Kannst kämpfen, aber... Ah, ich glaube, so war das, ne? Ich verstecke mich. Man hält nichts aus. Man kann kämpfen, aber man stirbt sofort. Oh, ich baue gerade. Ah, okay, ich sehe auch gerade, ich kann nicht mehr hüpfen. Ich bin jetzt Huhn, du das Huhn, ne? Ja, ich kann noch schießen, aber ich kann nicht hüpfen. Und wenn ich getroffen werde, bin ich tot. Das ist nicht gut. Hier, warte, ich schmeiß dir mal Mana hin. Zack. In der Mitte. So, irgendwo sollen noch welche rumgümmeln. Ich sehe die nur leider nicht. Sie werden bald die Chicken. Das ist ja gutes Deutsch. Irgendwo soll noch einer sein. Dahinter. Ich bin jetzt das Huhn. So. Früher hieß das ja auch mal, ne? In ganz absurden Kreisen Hühnerficker, ne? Heute heißt das Chicken Romeo. Ja, oder Chicken Gourmet, ey. Viva. Oh, jetzt kommen Vivan. Von wo kommen die denn? Wahrscheinlich nur von links und rechts, ne? War das nicht so, dass man hier oben ganz gut, wie heißen die nochmal hier, die Dingensbarrikade, hier die Armbrust, ne, nicht Armbrust, wie heißen die denn nochmal? Ja, du weißt schon, was ich meine, hinbauen kann, ja, zum Vivan-Abfang. Die Harpunengeschütze. Harpunengeschütze, ja, genau. Hier meinst du, oder was? Naja, nee, hier so. Ja. Dann so in die Richtung, weil da kommen ja die Vivan her. Wo ich jetzt hinschieße zum Beispiel. Da kommen die ja hergeflogen.
Okay, aber dann brauche ich neues Mana. Aber ich lasse die doch da lieber stehen, oder? Weil, wenn denn einer durchgekommen ist, oder nicht? Oder soll ich die Ja, wieder gut. verkaufen? Also, Mir ist es egal. ich denke, das wird eh kein Problem werden hier. Wir müssen einfach nur auf unsere Leben aufpassen. Wir spielen ja in einem relativ kleinen Schwierigkeitsgrad. Leute, wenn ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmt, zum Beispiel den allerhöchsten, ich meine, da hat man auch nur, weiß ich auch nicht, 3 Leben oder so. Also, es ist dann von den Gegnern her heftiger, aber auch von Anforderungen. Okay. Ja, meinetwegen können wir loslegen, ey, komm. Alles klar. So die Welle werden die jetzt auch nicht machen. Meinst du? Komm. Ich bin das Huhn auf jeden Fall. So, eine Viva soll da unterwegs sein. Eine Viva war da unterwegs. Schon platt gemacht, oder wie? Nur leider bin ich jetzt hier hinten und kann nicht mehr über die Barrikaden rüberhüpfen. Natürlich unpraktisch, ne? Und du? Leute, ich bin ein Huhn. Da gibt's doch so ein tolles Lied, ne? Ich werde es jetzt nicht singen. Gott sei Dank. Aber welches meinst du? Ich hier dieses, ich wäre so gern ein Huhn. Und hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal 2. Kennst du nicht? Mann, zeitloser deutscher Klassiker, ey. Ah, du und dein Eminem, ey, du kennst auch gar nichts. Eminem, ey. Oh, ich bin tot und das als Huhn. Hab gar nicht mitbekommen, dass ich, ey. Dass ich tot bin. Ja. Irgendwann wache ich morgens auf und bin tot. Aber Eminem ist ja immer noch besser als deine Andrea Berg da, ne? Ey. Oh nee, ey, komm nicht schon wieder. Die haben wir schon mal gehabt, ey. Ich glaube Ja, sogar über aber zwei ey. Parts. Wenn du bei jeder Dorfdisco. Ey, komm, Andrea Berg ist mit Aliens gestorben, ey. Okay. Nee, Andrea Oder? Berg war doch bei Saints Row, oder nicht? Meinst du? Nein, Aliens. Doch. Hier, das war zu I Need a Hero. Da Ja, war da haben wir sie. sie erwähnt, aber ursprünglich kam das. Ach, egal. Kam es aber bei Aliens vor. Okay. Ja, ich denke auch. Ob Andrea Berg durch uns Klicks bekommt bei YouTube? Ja, das ist jetzt, das hast du schon mal gesagt, glaube ich. Also das ist jetzt eine reine Wiederholung. Aber es gibt mir immer noch zu bedenken, ey. Wieso glaubst du mir immer noch nicht, oder was? Ich weiß nicht, Meinst du, ob ich man lüge? Andrea Berg unterstützen sollte. Ich bin das Huhn. Warum nicht? Boah, Boah, das sind Scheiße. ja Ninjas, ey. Ja. Auf dich. Alter, was. Und der Kristall wird auch noch angegriffen. Das ist ja richtig fatal hier, Leute. Und schon 2 Leben verloren. Durch dich! Nee, weil du mich nicht beschützt hast. Ich muss ja Hallo? auch alles Mögliche hier machen, ne? So ein Huhn braucht auch Fürsorge, ey. Aber wenn da keiner ist. Naja, aus seinen täglichen Streicheleinheiten, ne? Auf jeden Fall. Bist du jetzt gerade das Huhn, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Aber ich will nicht von dir gestreichelt werden. Nicht? Lass mal. Oh, sie werden bald die Chicken. Steht bei mir. Cool. Ja, Was machst du denn so? jetzt bin ich erstmal. Was wird denn so deine erste Amtstat als Chicken sein? Weiß ich nicht, ey. Ich würde sagen, die Liegebatterien ein bisschen verkleinern. Viel zu viel Platz, ey. Kennst du noch hier Kentucky schreit Ficken? Ja, auf jeden Fall, ey. Oh Mann, ey, war das immer schlecht, aber lustig, ey. Ich fand er immer am geilsten hier, wie hieß der? Keine Ahnung, der jedes Mal gestorben ist. Es hat ja hier Kyle Wiegald Ramsayer Boning, oder so.
Wiegald Boning hat das doch immer gemacht, nein, oder? Nee, Quatsch. Das hat der eine Typ da gemacht. In den Nachrichten da. Also ja. Karl Ramsayer ist tot, glaube ich. Also, der wohl erfolgloseste und bla bla bla. Ja, genau. Das war die, was hieß das nochmal? RTL? Samstagnacht. Genau. Ja, kennt heutzutage wahrscheinlich keiner mehr, der ein bisschen jünger ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es war schon lang nach Tutti Frutti, glaube ich. Das gab's schon lange. Tutti Frutti, ey, wie geil. Oh, ein Oger ist erschienen, Leute. Ah, ich bin tot. Du bist denn tot? Ich wurde vom Ninja. Ninja gemeuchelt. Ich hab schon wieder ein Leben verloren. Jetzt haben wir nur noch 50. Nein. Sehr dramatisch. Ja. Ich wollte schon immer mal so einen epischen Schrei loslassen. Obwohl es war ja kein Schrei, es war eher ein Stöhnen. Okay. Natürlich non-sexuell. Hä, hast du jetzt eben Leben verloren, oder? Nee. Ich bin hier als Huhn gerade voll in der Action, ey. Okay. Wo ist denn der Oger? Tot. Achso. Nee. Da sind da zwei Oger. Ich vor mir. Seiner Kugel. Oh, ich bin bald das Huhn. Ich muss weg. So, Oger ist tot. Scheiße. Ich bin das Huhn. Ich kann nicht springen. Das Huhn. Oh, ich muss nachladen. Bin ich kann nicht an der Barrikade vorbei. Doch, links oder rechts kann man an beiden Seiten doch, vorbei. Ja, da. Wo waren wir stehen geblieben? Tutti Frutti. Kenne auch kein Mensch mehr. Aber genauso wie diesen. Aber den fand ich ja total cool. Es gab auf RTL früher, jetzt kommt Schleichtwerbung für RTL, aber egal, gab es in den Werbepausen, ich weiß gar nicht mehr, wo zwischen das war, da war so ein Hütchenspieler. Yeah. So ein Italiener, der hat da immer so Glücksspiel gemacht, ey. Kennst du nicht? Das ist schon doch, ich kenne den noch, aber wieso war das echt in den Werbepausen? Ich dachte, der hatte eine ganz konkrete eigene Sendung gehabt. Ja, das war nur ganz kurz. Da waren diese Hütchenspiele, da konntest du kurz anrufen und dann ging es schon weiter mit dem Programm. Das war nur ganz kurz. Achso, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber ich weiß noch ganz genau, dass es da so einen Hütchenspieler gab. Ja, damit hat RTL ja irgendwie den Grundstein gelegt für 1Live. Oder wie diese ganzen komischen Sender heißen. Mit ihren Brettspielen da. Yeah. Sag ein Tier mit K. Oh geil, da habe ich aber vor kurzem auch so geile Sachen gesehen, ey. Ah, das war morgens, ey. Ich wollte noch pennen, ey. Und dann auch so, irgendwelche Tiere mit dem Buchstaben. Und da Leute, ey. Alter, ey. Tiere genannt, ey, die in den Buchstaben überhaupt nicht drin haben. Nein. Aber ruf einfach mal an, ey. Ja, diese Sendung verleiten auch Deutschlands Verbalakrobatiker, glaube ich, zu extrem, ey. Auf jeden Fall. Unglaubliche Leistungen in der deutschen Grammatik werden da zutage gelegt. Auch lustig finde ich ja die Geschichte, ne? Da soll ein Kind in so einem Aquarium gewesen sein, ne? Okay. So. Dann hat es einen Fisch gesehen hinter der Scheibe, dass da links geschwommen ist. Und dann ist es zu der Scheibe hin und dann hat er so Fingerbewegungen gemacht wie beim Smartphone und so, weißt du, er wollte den Fisch größer machen. Okay, wo hast du das denn gesehen? Ich sehe nicht. Gesehen nicht. Gehört. Genau. So eine. Ist das so eine Saga? Wie eine Saga? So eine Geschichte, die man sich erzählt, die man gehört hat von jemandem, der es gehört hat, von dem Bruder, von der Schwester, von seiner Mutter, die Cousine.
Ich glaube, ich habe das, ich glaube, das war in irgendeiner Talkshow und dann war das ein Zuschauer. Also wenn du jetzt noch sagst, Post. Das war damals in den 80ern, ey. Nein, ich meine, das war glaube ich, hart aber fair oder so mit diesem Plasberg da. Aber ich glaube, ja. Das sagt auf jeden Fall sind wir jetzt die ganze Zeit abgelenkt hier mit irgendwelchen Kram, Leute. Widmen wir uns wieder ernsthaften Themen. 540 Gegner gekillt, 815 müssen wir schaffen. Das ist schon die letzte Welle. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Toll, ich bin Huhn geworden und sofort tot. Ja, Prickel. Ja, bei mir steht schon, sie werden bald die Chicken. Also, ich bin's gleich. Du wirst die Chicken. Ja, das steht ja so. Chicken du bist Teriyaki das Huhn. Oder was? Vielleicht. Yeah. Wenn du mich nicht beschützt, dann ja. Schön mit Senf, ey. Mit Senf, Chicken Teriyaki? Ja. Alter, wo bist du denn essen? Bei... Na, komm, ey, wir haben schon Schleichwerbung für RTL gemacht, nicht noch mehr. Niemals nicht noch jetzt noch für mehr. McDonald's oder so. Oder? Nee. Oder Subway oder so. Ey, nee, komm. Kann nicht angehen. Nein. Vielleicht hören die das und geben uns Geld. So. Auf jeden Fall. Ja. Oder wir haben einen Wunsch. Oh, warte mal, im so. Telefon klingelt, ey. McDonald's ruft an. Okay. Brauchen sie eine Aushilfe für die Nachtschicht, oder? Ja, aber ich habe eben gesagt, keine Zeit. Ja, also ein Pech. Wir sollen jetzt... Ich muss nachher noch zu Subway aushelfen, ey. Also, und wer soll jetzt bei McDonald's die Frikadellen braten? Woo! Interessiert mich nicht, ey. Also, alles klar, ey. Wir sind bei 17 Minuten. Yeah. Boah, Leute, ihr habt gesehen, das ist machbar. Das ist einfach nur ein Zeitfresser, das Ding hier. Echt. Denkt euch auch eine lustige Geschichte aus. Wenn ihr keinen Partner zum Zocken habt, erzählt sie euch einfach selber. Vielleicht lacht ihr über eure eigenen Witze. Oh. Gibt ja immer wieder so Leute, ne, Sonntag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles klar.